So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Hunters Corp. So, ich habe irgendwie gelesen, dass am 22.09. ein Update stattgefunden haben soll. Ich habe davon irgendwie nichts mitgekriegt. Also er hat jetzt hier nichts gedownloadet. Ich bin doch mal jetzt mal neugierig, ein, zwei Folgen zu machen, um zu gucken, ob da was passiert ist tatsächlich. So, wir gehen ins Glasnaus. Ja, genau. Da ist nichts Neues. Also Maps sind, glaube ich, keine neuen dazugekommen. Ich glaube, da wurde die optionale Strache. Die optionale Sprache als Russisch mit hinzugefügt. Sowas alles, ne? Das Wort gemacht. Mehr an und für sich gar nicht. Hätte ich was in meinen PC noch reinladen sollen? Das brauchen wir denn immer so. Ich habe das jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Ne, fast einen Monat nicht mehr habe ich es gespielt. Eieiei. Okay. Taschenlampe. Die brauchen wir nicht. Oder was? Kamera mit Ständer. Die Sofortbildkamera hatten noch gekauft gehabt, ne? Aber wenn es einmal nicht funktioniert, kommen wir rund einmal. Aber wenn es einmal nicht funktioniert, dann funktioniert das so oder so nicht. Also folgedessen ist es total Quatschkram. Filmen Sie den Geist mit der Kamera, filmen Sie mit EMK. Messen Sie an Temperatur, messen Sie bla bla größer als 10. Okay. Bitte mal noch, oder? So, letzten paar Mal hatte ich immer Glück gehabt, dass wir einen Poltergeist hier drin haben. Glück, ne? Man kann sehen, ob es Glück ist. Die Kamera nehmen wir mit. So sind wir mal vorgegangen, richtig, genau. Mit der Kamera. Okay. So. Jetzt Tür auf und in ein Glück hinein. La 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 la, wo steht der Geist allein? Der Geist. Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht geistert, bleibt dumm. Ich spiele immer mit dieser Dingens, ne? Das werde ich auch immer machen, so. Ich finde es gut. Bisschen Chaos ins Leben des Geistes. Aber hier, Hauptsache der Benjamin. Ding ist gut, ne? Naja, halbwegs. So macht Tür auf. Ich mache die Tür so rum auf. Ich habe das Spiel nicht mehr lang. Funktioniert das Spiel noch überhaupt bei mir? So mit Gruseln und Jänsehaut und so? Ja, es funktioniert noch. Alter, wow. Scheiße. Arsch. Irgendwas stimmt mit Hase nicht. Was soll man jetzt? Hör aber mal auf. Wird langsam eine ätzende Angewohnheit von dir hier, alle Lampen kaputt zu machen, ne? Kostet Geld. Alles klar, hier unten ist alles sauber soweit. Alles. Moment, die Tür, die Haustür ist auf, zu. Na komm, schub sie auf. Wir wollen ja unseren Fluchtweg ja bereithalten. Hätte es. Hä? Hätte es hier auch noch. Digga. Ja, was erwarte ich beim Geisterspiel, hä? Eigentlich müssten wir jetzt mal wieder streamen. Ach so. Es ist grundsätzlich immer hier. Warum kriege ich jetzt eine fürchterliche Jänsehaut? Obwohl ihr Stufe 2.
Der Geist ist wieder schüchtern. Schüchterne Geister heißt Dämonen. Die warten irgendwo und lauern darauf, dich anzugreifen. Ach, wie schön. Was war denn das? Ein kleiner Ausschlag. Hier drin ist irgendwas los, ne? Oh Gott. Kind. Oh. Mir wird schwindelig. Warum ist er so schnell? Ich hasse Kindergeister. Also Kinder. Bin ich voll scheiße. Mach die Tür auf hier, Mann. Wah. Also oben haben wir Kind gesehen. Kamera haben wir noch gar nicht aufgestellt, warte. Und Stufe 2 nur, ne? Echt total blöde, oder? Da hat man das Kind so einen rangelassen. Also update-mäßig kann ich nichts irgendwie erkennen. Geister sind nicht so gruselig aus. Dann habe ich mich wahrscheinlich verirrt. Ich überlege gerade, wo soll ich die Kamera aufstellen? Oh, das stolpert nicht über ein Dreirad. Ja, das ist witzig. Kommt man da echt einen Schweiß bei so einem Spiel, hör mal. Hier war das. War der da, ne? War der da, war der die, war der dumm? Nee, ist auch doof. Irgendwie müssen wir die besser positionieren können, diese verkackte Kamera. Wenn wir die hier so positionieren, hier so eine Ecke. Drop die. Okay. Da hinten ist der Geist in der Zimmer allerdings. Erstmal Kamera unten anmachen. Die Bildschirme. Bildschirme. Oh, Tür zugemacht. Die alte Zippe, hä? Huh? Gleich Tür wieder aufmachen. Und das Ding nehmen wir auch nochmal mit. Oh, alle Türen zugemacht, wa? Gab das eine Zippe? Ich fuck die Tür nicht auf. Mach die Tür auf. Steht da was vor? Was war da denn? Alle Türen zugemacht. Alte Zippe, die Türen bleiben auf hier. Ich war jahrelang im Knast, ich hasse geschlossene Türen. Mal lieber lachen, sonst nimmt es nicht jemand. Was, der Tomsi war im Knast? Jahrelang? Er hasst geschlossene Türen? Lieber mal lachen, damit ihr merkt, hey, war ein Spaß. Hier. Ne, hier ist raus. Alter, bist du doof? Lässt sich nicht messen. Blöde Kuh. Die lässt sich sehr, sehr schwer messen, ne? Also, wir haben festgestellt, Kind. 9. Dann nehmen wir den anderen. Boah, Alter, voll so ein Bug festgehängt gerade. Ging. Ne.
Erstmal gucken, ob wir sie gefilmt haben. Jetzt treibt sich hier unten rum, wa? Die Zippe! Nee, das Bild wappelt. Die ist tatsächlich da oben. Ich muss sagen, das Spiel hat tatsächlich... Jetzt ist Chico. Was haben wir tatsächlich gemessen? Größer als 10, ernsthaft? Film, bla bla, haben wir alles gemacht, finden Sie, bla. Temperatur können wir nicht messen, exorzieren Sie den Geist. Okay, das Ding legen wir mal wieder weg. Wie lege ich das nochmal so genau? Plump. Das Ding brauchen wir auch nicht wirklich mehr, weil die ließ sich ja nicht messen. Geist der Wiki. So, wir haben ein Kind. Das war's eigentlich schon, ne? Elektromagnet haben wir zwei, das ist Pillepalle. Das ist alles andere ist für den Arsch. Geräusche auch nicht wirklich. Ja, den müssen wir wohl noch lachen. Deswegen, also auf das, was auf der Tafel steht, ist eigentlich völlig Pillepalle. Das ist dieser hässliche Standard. So, jetzt wollen wir mal gucken. Nehmen wir den. Also es bleibt uns ja gerade nicht über, ne? Kindlicher Geist, wo bleibt... Was? Ging hier gerade ein Licht aus? Weiß nicht. Scheiße. Was ist hier? Hier in der Ecke irgendwo? Okay, Kritzel. Da haben wir was wir haben. Das würde ich gerne gleich mal eintragen, aber nicht unbedingt hier. Ich habe bei einigen YouTubern mal geschaut. Oder Twitch-Streamer. Und die machen das hier, während die so im Haus stehen. Kritzel gegen die bei Geist der Wikipedia rein und... Ja. Ich könnte das gar nicht, Alter. Dafür hätte ich viel zu Schiss. In der Zeit, wo ich dann bei Geisterpedia-Dings rumpimmel, da fressen mich die Geister doch alle auf. Wir hatten hier ein Signal gehabt, aber das heißt nicht, dass sie noch hier bleiben muss. Gut. Also, Kritzel. Gekritzelt, das war schon eine schöne Zeichnung. Also, man konnte ein Kind erkennen oder so, ne? Aber da frage ich mich, woher hat er dann das Kind, Bist du bescheuert? Wann ist denn das für mir der gelaufen? Ja, bleib ruhig stehen. Bleib ruhig, das ist alles gut. So kriegen. Alter Vater, hör mal. Das habe ich nicht mitgekriegt, dass die mir der gelaufen kam. Buchzeichnung, Oberfläche schreiben, Oberfläche Zeichnung. So. Werfen Sie Weihwasser auf den Geist. Okay. Was ist denn das für ein Affenkind, Alter? Ich krieg immer so einen Druck im Kopf irgendwie. Ich weiß nicht, ob mein Blutdruck dann steigt oder was. Wenn ich hier spiele, Alter, ich merke, dass ich einen richtig knallroten Kopf kriege. Und echt Angst, ne? Oh mein Gott. Leute, ich hasse das, wenn ich das nicht mit jemandem zusammenspielen kann. Eieiei. Die Frage ist, wo? Eieiei, hinter mich.
Ja, als ob, ne? Jetzt komme ich nicht mehr weg. Alles klar. Ach, komm schon. Jetzt hatten wir den gerade gehabt, ne? Och, ja, und dann komme ich nicht mehr weg. Ist schon richtig. Ey, wie doof ist das denn manchmal, ey? Du hast ja gar keine Möglichkeit wegzulaufen. HP, 12 XP gesammelt, ne? Oh, komm schon, Leute. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber das Spiel funktioniert noch bei mir. Ey, du hast total wenige Chancen, hier wegzulaufen. Du bist nicht schnell genug. Und dann bist du, nicht schnell genug. Und dann auf einmal ist er so schnell, kommt, lässt dich mir von dir ab, denn, ne? Und das war echt eine scheiß Situation gerade. Ach, Kinders. Noch eine kleine Runde, oder? Ja, dann hätten wir das nächste Level, ne? Weil wir nochmal so viele Erfahrungspunkte einsammeln können. Verlassene Haus nicht, Belgien auch nicht. Ach, hier gibt's auch gar, hier könntest du nachher einstellen, was man machen könnte, ne? Penis da. Einfache Kurzuntersuchung. Okay, selbst das haben die hier nicht mal auf Deutsch übersetzt. Ja, mal schade. Aber wir waren gut dabei, Kinders. Wir waren echt gut dabei. Aber diese Solo-Runden, die sind echt schwer, ne? Also ich habe das Gefühl, man hätte... Guck mal, ich hätte jetzt ja was gehabt auf mein Scan. Und dann hätte ich ja wenn ich mit jemandem zusammenspiele oder was, hätte ich ja sagen können, hier, guck mal, ich habe das und das. So, dann hätten wir schon die Exorzismus hätten wir fertig machen können. Ging nicht, weil ich sterben musste. Ne, die Taschenlampe lassen wir hier, ne, sagten wir. Friedhof war es nicht ganz so schlimm. Den nehmen wir nochmal mit, den Vogel. Und wir nehmen... Ah, mal das Ding auch gleich mit. Weil hier stört die ja durch den Nebel, stört die ja die Taschenlampe total. Du hast nachher so in den Nebel reingeleuchtet. Verarschen? Steps? Ich habe hier Steps gehört. Ich kann auch sein, dass ich zu dumm bin für das Spiel oder so. Dass ich dann den Geist nicht entkomme oder was weiß ich was. Vielleicht mehr mit diesen Kruzifixen arbeiten sollte oder was mit der Maria-Statue. Aber wie? Oft genug mitgehabt, dann gedroppt oder droppen lassen und die Geister fliegen trotzdem drüber. Ich glaube, ein Poltergeist hier wird dir so wenig Sinn machen. Upsi, pupsi. Ich gleich mitnehmen. Totenkopf auch nicht, ne? Täuscht das oder piept das Ding schneller? Da, ich habe was gesehen gerade. Jetzt ist er weg. Ich habe doch hier gerade am Grabstein jemanden gesehen, hier, genau da. Beschiss! So eine weiße Gestalt habe ich da gesehen, nur aus dem peripheren Blickfeldwinkel. Wir machen erstmal sowieso, um das einfach mal zu beschleunigen, das Ganze. Ich glaube, wir hingen ja auch schon so oft fest, ne, mit... Ach Gott, lass das droppen, Mann. Warum zeichnet er meinen Signalvogel nicht auf? Will er mich verarschen? Alter. Aber er zeichnet nicht auf, er steht genau vor mir. Er findet mich. Ein Dreier. Ein Dreier hört sich auch total schweinisch an, ne? Okay. Machen wir mal die Kamera an. So.
Wir haben, genau, gemessen haben wir den. Können wir schon mal bei Geistervogel Dings und Bumsen eingeben. Gekritzel haben wir noch nicht. Elektromagnetisches Feld Stufe 3. Mehr kann ich noch nicht drüber sagen. Es ist auf jeden Fall ein Geist, der einen hinterherläuft. Hucheli. Hucheli. Er lässt sich aber auch hier nicht mit messen, ne? Also pass auf, den Vogel schmieden wir weg. Ein Kruzifix finde ich jetzt gerade ziemlich cool. Das nehmen wir mal mit. Er war auf einmal da. Jetzt ist er hier. Er war auf einmal da und jetzt ist er hier. Renten. Hey, der ist schnell unterwegs, der Kollege. Aber lässt sich nicht messen. Keine Chance, dass ich den messen kann. Poltergeist? Oh. Warum geht denn der immer so gekrümmt? Ist er ein Buckliger? Der hat das gerade hier umgeschmissen. Poltergeist, möglich, oder? Oh. Er lässt sich nicht messen. Aber schon dran vorbeilaufen. Wird schon schief gehen. Damit lässt er sich überhaupt messen. Ach, Kacke. Dabei ist es das hier einer der wichtigsten Messgeräte, wie ich finde, ne? Wow, war der hier gerade? So, das Happy. Den müssen wir auch mittlerweile auch gefilmt haben. Ey, der war da vorne an der Dings, an der Säule, hätte ich mal gesagt, an der Statuette. Zwei bis drei Dingens Hinweise nötig. Ja. Nur diese elektromagnetische Dings. Geistanalyse funktioniert bei den Vogeln nicht. Temperatur können wir nicht messen. Gekritzel und Geräusche, das wird noch was. Okay, also. Dann, wenn wir erstmal mache ich den Vogel hier mal eben halt aus. Mal Geräusche eben. Und gekritzel. So, warte mal, ich würde mal gerne gucken. Einstellung, habe ich, ob das funktioniert? Audio. Sprachgerät in der Nähe. Ja. Habe ich. Mikrofon, Hyperquas, bla bla bla. Haben wir das da aktiviert? Können Sie sprechen? Aktiviert, deaktiviert, was? Aktiviert, Windows Karton. Okay. Aber dann, das ist ja verkehrt. Was nehme ich denn dafür? Das Razer nehme ich hierfür, ne? Können Sie sprechen? Genau. Nehme ich das Razer dafür. Weil. Mit dem Mikrofon hier rede ich ja mit euch. Das ist ja kackegal. Das hat mit OBS ja nichts zu tun. Kannst du herkommen? Geht das? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Warte mal. Die Bibel könnten wir dafür mal missbrauchen. Lass uns mal ganz kurz hier. Hallo Geist! Kannst du dich mal zeigen? Okay. Geist, kannst du in mein Buch reinschreiben, bitte? Ja. Okay. Aber er steht. Ja. Okay. War ja voll gruselig, ey. Hat er reingemalt? Geist, und schreib doch mal hier mal ein schönes Büchlein rein. Warte mal. Oh, guck mal, hinter uns der Affe. Mach mal das Kreuz. Hallo Geist, ich hatte da hinten ein Buch und ich möchte mal gerne gucken, ob ich den einfach nochmal, ob das Mikrofon funktioniert. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher. So. Du
Du, die du diesen Ort heimsuchst im Namen des Herrn, dass du dorthin zurückkehrst, wo du hergekommen bist, möge deine Seele zur Erde zurückkehren, möge dein Körper wieder zu Staub werden, so sei der Wille des Herrn. Oh, es hat sogar funktioniert, wa? Er lässt sich exorzieren aus dem Buch. Alles klar. Das war Zufall. Das war jetzt echt, gerade echt nur richtig Zufall. Weil ich einfach nur probieren wollte, ob mein scheiß Mikrofon funktionierte. Gut. Bibel. Einmal exorzieren hat geklappt, nur weiß ich trotzdem noch nichts über den Pfiff. Geist Bescheid. Da hinten ist der Geist. Hey Geist! Ich habe dich gesehen. Geist, kannst du mein Buch reinschreiben? Es wäre voll nice von you. Geist, kannst du mein... Geist, hallo, ich bin hier, um dich zu exorzieren. Deine Seele hat hier auf Erde nichts mehr verloren, Geist. Geist, ich will dich exorzieren, du komm, mach keine Zicken, komm her jetzt und dann haben wir das gleich erledigt. Kannst du mir mal bitte erzählen, was für ein Geist du bist? Wieso kann ich den... Was? Ja, alles klar. Der kann fliegen also, ja. Alles klar. Oh. Geist, mal bitte mein verfuckten Buch rein. Wir bleiben hier. So lange stehen. Geist. Hallo Geist. Ich habe das nie gehabt, dass sie mit mir über das Funkgerät gesprochen haben. Warte mal, wir haben doch wichtige Schlagwörter. Man sagt ja am besten alle aufschreiben, bla bla, aber das ist... Audio. Oh. Mikrofon. Können Sie sprechen? Kannst du herkommen? Kannst du in das Buch schreiben? Gib uns ein Zeichen. Kannst du dich zeigen? Okay. Wo ist mein Buch? Habe ich das noch? Nee, das ist weg. Hä? Mein Kruzifix, das ist da. Geist, wo ist mein Buch? Er hat auch von der Vase rumgeworfen und so hat alles. Und jetzt schmeißt er mein Buch durch die Gegend. Ich gehe mal vom Poltergeist aus. Und er hat auch tatsächlich auf diese Exorzierversuche reagiert. Er redet nicht. Und er lässt sich nicht messen. Ich habe das noch nie gehabt, wie gesagt, dass ein Geist darüber gesprochen hat. Über das Dings. Jetzt habe ich das Buch doch in der Hand. Hä? Ich wollte ihn gerade diagnostizieren als Poltergeist. Geisterhafte Geräusche. Aber es sind keine geisterhaften Stimmen. Sind das geisterhafte Stimmen? Ich würde mal nicht meinen, ne? Und dieses Teil hier funktioniert gar nicht, Alter, ehrlich. Das hast du wahrscheinlich hier bei Action gekauft oder bei Aldi oder bei Netto. Hä? Oh Gott! Kruzifix. Das Ding funktioniert hier null. Da ist er. Zu spät, mein Freund. Guck mal, er funktioniert hier aber nicht. Kannst du mein Bein... Kannst du hier mal reinschreiben? Du bist doch gerade hier. Hier, schreib rein. Los. Schreib. 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 So, ich nenne ihn Poltergeist. Benutzen Sie Salzgesalbe? Das ist Blödsinn, weil der hat nämlich auf die Bibel reagiert. Gekritzel, nichts, Geräusch, nichts. Temperatur, Geistanalyse, gar nichts. Kein gar nichts. Schatten ist er auf jeden Fall nicht. Wiedergänger auch nicht. Dämon, der zeigt sich oft, ne? Dann würde ich eher sagen, aber wie würde ein Dämon reagieren? Ja, das ist auch schon. Doch, hier. Dämon, der war auf die Bibel. Werfen wir mal mit Salzkristall einfach mal hin. Aber das ist manchmal echt blöd, wenn diese Analysengeräten ja einfach nicht funktionieren. Das ist dann echt sehr, sehr anstrengend, finde ich. Das wäre natürlich echt ein Vorteil, hätte er jetzt hier mal reingeschrieben, ne? Hat er nicht. Gar nichts gemacht. Oh Gott, der ist noch hier. Bist du total bescheuert? Boah, das ist ein Terroristengeist. Dämon, haben wir gesagt, ne? Ja, bleib ruhig da stehen, Mann. Bleib ruhig da stehen.
Dich doch mal. Der Ort ist aber noch nicht safe. Der Ort ist nicht safe. Tja, das ist das, wenn der Geist dir keine Anzeichen gibt. Aber wir haben ihn mit einem Salzkristall beworfen. Das hat funktioniert. Es fehlt einfach Geist an der Tabelle. Er lässt sich nicht analysieren. Gekritzel auch längst. Alter, der terrorisiert mich aber richtig fies, ne? Was stimmt denn mit dem Geist hier nicht immer? Die Kamera hat er auch weggeworfen. Also ist das ein Poltergeist? Würde ich behaupten. Aber der Poltergeist braucht keine Dings. Der Poltergeist liebt es mit Dingen in der Gegend rumzufassen, passen lieber auf in der Gegenwart anderer Leute überhaupt nicht. Besonders dann, wenn sie anfangen, Objekte zu verschieben. Neutronenpistole. War das denn echt nur ein Zufall, dass der hier auf den Dings reagiert hatte? Ein Zufall, dass er auf den Neutronisator, nee, nicht auf den Neutronisator, auf die Bibel reagiert hatte? Nein, ich bin... Feuer! So. Ja, ja, das war wichtig jetzt. So, also, das Ding hat funktioniert. Aber der Geist ist immer noch da. Da ist er ja. Okay, so gesehen hat das... Der hat ihn einfach nur umgeworfen. So gesehen hat das nicht funktioniert. Er macht ja so diese komischen Geräusche, wenn er irgendwas hat. Da müssen wir raten einfach. Wir raten einfach. Wir exorzieren ihn und raten dabei. Was fehlt denn noch? Was könnten wir noch machen? Weihwasser. Das Auge des Tigers. Nee, Weihwasser. Eye of the Tiger. Dann rennt er wieder rum, der Doofmann. Und im letzten Moment catcht er uns. Tja, aber er hat ja auf nichts reagiert. Das kannst du vergessen. Wenn er nicht reagiert, was willst du denn da machen? Ey, kannst du auch mal irgendwo da bleiben? Wo man dich gerade sieht. Ja. Herr Junge, wo bist denn du jetzt? Oh oh. Hat nicht funktioniert. Okay. Einfach mal das Kreuz nochmal. Lauf, Junge, lauf, 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 lauf. Alter, verdammt. Okay, das Ding wird wohl nicht funktioniert haben. Dann beschmeißen wir ihn jetzt mit Weihwasser. Dann geht er weg. Boah, wo ist denn jetzt hin? Weißt du? Eben gerade noch hier. Alter, ich hab daneben geworfen oder was? Oder nicht getroffen?
Nimm das. Das hat was gebracht. Er funkelt und funkelt. Oh! Er ist exorziert! Sammeln wir unsere Sachen mal wieder ein. Wir haben den Geist exorziert. Yay! Wenn man die Kamera wieder mitnimmt, ist alles teuer. Genau. Kostet ja alles Geld. Sammeln wir den Scheiß wieder ein. So, der letzte macht das Licht aus, oder wie war das? So. Komm, mach die Tür zu. Kriegen wir die Tür nicht zu? Ne. Warte. Vielleicht mal mit einem gewissen Schwung. Ja, fast. Ja, das ist schon gut. Okay. So, und jetzt das Droppen. Alles wieder zurückpacken. Die Kamera ist noch an. Und so. Und hier steht, exorzieren Sie den Geist. Geschafft. Müssen wir es noch irgendwie eintragen oder so, dass wir ihn exorzieren konnten? Nee, okay. Das war ein reines Raten, wie geil. So, wollen wir gucken, was das gebracht hat uns noch, ne? Wegfahren, juhu! In Solo-Move ein Geist exorziert. Das finde ich ziemlich cool. Das macht echt Spaß. Ne? Ja. Ja. So. Mal gucken, was an der Tafel steht. So. Wir haben kein Buch und Zeichen und kein Dings. Das hat er einfach nicht machen lassen. Es war in Geisterkategorie Dämon. Exorzieren Sie Geist. 50 Euro haben wir dafür noch gekriegt. Finden Sie den Geist, bla bla, filmen Sie, bla bla, alles erledigt, soweit, blub blub. Und was haben wir erfahren? 102 Erfahrungspunkte bekommen. Yeah, das ist doch mal nice. So, dann gucken wir mal ganz kurz an. Wir sind jetzt in Level 5 Geisterjäger. Wow, das hat doch wunderbar geklappt, Leute. Oh, ich kann mir doch Dinge jetzt kaufen, ne? Warte mal eben, was kann ich mir denn kaufen? Taschenlampe? Fotoapparat? Nee, das brauche ich nicht. Eine Kamera kann ich mir kaufen. Die ist sehr sinnvoll, wenn man echt Geister fotografieren möchte, hätte ich mal gesagt, filmen möchte, wenn man noch eine weitere Kamera einfach hat. Das finde ich echt sehr, sehr sinnvoll. Kameraständer, den, wir müssen das Temperatur, oh, okkulten Schnüffler. Kaufen wir auch. Haben wir den gekauft? Nee, weil das zu teuer ist, was? Was kostet der Vogel? Ah, wir haben 82 Euro, das ist so schlecht. Okay, der okkulte Schnüffler, der schnüffelt Gegenstände raus, die verflucht sind. Verfluchte Gegenstände. So, jetzt haben wir es doch. So, Kinderchen, das war's für heute. Wir haben einen Geist exorziert. Es war sehr erfolgreich. Bis zum nächsten Mal und ciao.